Ja. Meine rechte und linke Körperhälfte sind im perfekten Nicht-Einklang. Was? Genau das. Wacken ist vorbei. Los jetzt mal, was ist denn? Die ist leer? Nee, die ist nicht Nein, leer. nein, die erste ist leer, die zweite ist Nein, leer. kaiserliche Helden kommen mitnehmen. Aber weißt du was, was jetzt doof aussieht? Ja, ein bisschen schön. Aber wir kriegen ja noch ein bisschen. Ja, gut, geht, komm. Ja, aber Schwerrüstung brauchen wir auf jeden Bist du Fall. Horst? So. So. Was ist denn jetzt? So. Oh, kalt. Geil, geil. Geht geil, geht geil. Geil, geht geil. Wie lange kann man hier liegen lassen? Das ist. Demo? Machen wir jetzt mal. Egal. Schwert, sind die viel wert eigentlich, die Dinger? Nicht wirklich. Ja, eine 25, und was Ach kriegst du? komm. Musst du immer noch abrechnen von der Redekunst. Ja, und der Horst ist Horsten. Was ist Horst? Der Weißt du noch, Horst wie ist bei Horsten. Fallout war, wo man einfach nichts rauskriegt, wo man eine total scheiß Redekunst hat? Wo man einfach nur stottert. Das wäre geil. Was wollen die mal? Einen Schlüssel gefunden? Ja. Versuch die Tür damit zu Ja. Das wär's. Komm, Ein verschwinden Nähbecher, wir von lecker. hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Ja, Einsturz bringt. wir wissen. Nick anfassen! Nick anfassen, Nick anfassen. Wer ist Nick? Nick ist Nick. Carter. Ah! Liebe ist ja alle da, auch für mich? Ja, auch für dich. Besonders für dich. Wobei ich glaube, wir gehen mal lieber wieder auf die Steuerung zurück, dass ich mal bewege, weil wenn ich nämlich mit drauf haue, ist mich schlecht zu bewegen gerade. Ah, Horst! Das ist noch. Ja, Oh. komm, mach's wieder auf die andere Maustaste, deine Schwert. Das ist besser, weil sonst kann ich mich nicht mehr laufen, wenn ich auf V drücken will. So richtig, weil dann sitze ich mich irgendwie ein bisschen krampfhaft da, ja. Auf der rechte Maustaste. Nee, auf die linke. Die linke muss das machen. Drück linke. Maustaste. Genickt, genickt. Geh hoch auf. Drück mal. Jetzt nochmal auf, bitte auf Rechtsklick drücken. Genau. Drück mal. Ja, weil V zum Rechtslaufen wäre ein bisschen scheiße. Gut Sonst wird man, glaube ich, nie wieder rechts laufen jetzt. können. Ist gut. Da müssen wir mal links Ist abbiegen. gut. Oh mein Gott, warum machen wir denn schon mal rechts muss? Links gehen. So, hier, Trank, Trank, Trank. Quang, 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 quang. Ja, Quang, ist glaube ich bei quang. zwei Händlern ist ein bisschen sinnvoller, wenn der. So, was ist denn jetzt hier, aber? Die Heiltränke da vorne nehmen wir auf jeden Fall noch mit und schalten sie hier auf Favoriten halt. Saf. Alles. Saf. Weil der wird sie brauchen, weil der hat keine Heilzauber. Na, Heilung hat er. Hatten, was haben wir eigentlich? Heilung hat er. Ja, Das aber es wird nicht viel können wir aber nützen. auch auf Saf klatschen. Für kleine Schäden. Los, klatschen wir auf Saf. Yo, 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 yo! So, ja, die Frage ist, welche Schwierigkeitsgrad hat er eigentlich? Ich glaube, Adept, ne? Ja, Also der Adi. Mittlere. Der Mittlere hatten wir. Richtig, richtig, richtig. Der Spiel, der eigentlich auch ausreicht. Voll und ganz. Beim Blut eines Trolls! So, jetzt auf die Geiserlichen. Diesmal darf ich. Ja, diesmal darfst du. Also, wenn du nicht zu lange brauchst. Los, ich will den Ei! Oh nein! Warum? Warum? Ein Weltschild? Nichts wert. Ja, wir können aber eigentlich erstmal alles einsacken und dann gleich wieder Schütze Kohle machen. Ne? Ja, ich so, bin was ist jetzt hier mit dir? Folterknecht, du. Sack, so. So, wollen wir gleich mal hier an den Minister greifen oder was? Na klar, an den Minister greifen. Zack, zack. Oh, hier, guck mal, das Buch da. Die Drachenblut. Man muss vorlesen. Haben wir das? Ja, haben wir schon. Na dann, ja, klar, das Knopf. Oh, Abralauf, du fette Sau. Wir werden das Gewand zwar nicht brauchen, aber es bringt übelst viel Kohle natürlich, ne? So, jetzt bist du hier. Ja. Die Maus. Und da. Maus A. So, hier wird's. Hier. Was ging denn? Nee? Nee. So. So schön. Zum so, was ist natürlich mit dir, Alter? Alles mitnehmen, bringt Geld. Machst so ein bisschen was Wertes boosten im Moment. Gibt ja nicht so viel, das Buch. So, gehen wir nochmal, statt nochmal hinten so ab, ne? Klar.
vollkommen. Das überhaupt? Wird das bedeuten was? Nee, nicht wirklich. Nee, 60. 60? Ja, also kriegt man. Na gut, 20 vielleicht draußen zumindest. Geld, geile Horst! Wir lieben noch Dieters! 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 Geh hinein, geh hinein. Der ist nicht wert. Oh, da liegt Buch. Geschichte des Überblicks Kaiserreichs ein. Ich will es nicht vorlesen. Na los, doch, los, du wolltest. Ich hab's genommen. Jetzt hast du es. Nee, es ist noch nicht. Das hab ich. Du hast eingesagt. Jetzt ist es soweit hier. Oh nein, du wolltest doch was erreichen. Ja, jetzt ist es. Der das ist halt, ne? Du musst es ja nur verweisen, ich wollte extra schnell weg. So. Bevor das Team an die Macht kam, regiert in Tamriel überall das Chaos. Der Dichter spackert die Drasias Eis. Und dann dieses Teil, ey, Alter, ständig Unruhen. Also, Delaro nicht, das Blut ist ohne Gift. Die Könige waren Kleinfürsten. Ein Haufen habsüchtiger Tyrannen. Die Kribbers versuche Ordnung im Land zu schaffen, bekämpften. Sie waren jedoch untereinander dermaßen zerstritten und dazu noch ausschweifend, dass die Septims starke Hand schließlich doch den Frieden in Tamriel brachte. Man schrieb das Jahr 2 der Ära 896. Im folgenden Jahr verkündete der Kaiser den Anfang einer neuen Ära. Damit begann die dritte Ära. Das Jahr 0. 38 Jahre lang herrschte Kaiser Tibor unangefochten. Es war ein rechtschaffenes, frommes und glorreiches Kaiserreich, in dem jeder gerecht behandelt wurde, von Leibeigenen bis zum Landesherrn. Nach Tibors Tod regnete es 14 Tage lang ununterbrochen, als ob selbst das Land Tamriel weinte. Der Enkel des Kaisers, Pelagius, oder Pelagius, ist das ein P oder ein D? Das ist Pelagius. Pelagius, weil das ist echt... Ich kenne doch schon, hier mit den Räumen nach Osten ausgerichtet, hier ist schon... Achso, ja, ja stimmt, ja, ja stimmt. Ja, ja. Besteht den Thron, seine Herrschaft werde zwar nur kurz, jedoch war er ebenso stark und beherzt wie sein Großvater. Und Tamriels goldenes Zeitalter hätte durchaus andauern können, aber ein unbekannter Feind der Septimen beauftragte die verhassten Assassinen der dunklen Bruderschaft. Assassiner! Kaiser Pelagius bei seinem Gebet im Tempel des einen in der Geiselstadt umzubringen. Pelagius der Erste regierte nicht einmal 3 Jahre lang. Tragisch! Da Pelagius keine lebenden Kinder hatte, fiel die Kaiserkrone an seine Cousine ersten Grades, die Tochter von Tibors Uhr, Aknorit Kintyra, ehemalige Königin von Silvena, bestieg den Thron als Kintyra die Erste. Ihre Herrschaft war von Wohlstand und guten Ernten gesegnet. Und sie selbst war eine eifrige Fürsprecherin von Kunst, Musik und Tanz. Nach Kintyras Tod wurde ihr Sohn zum neuen Herrscher gekrönt. Er war der erste Kaiser von Tamriel, der den Kaisernamen Uriel annahm. Ariel? Ja, Ariel. Die Meerjungfrau. Ariel, die Meerjungfrau, die erste, war der bedeutendste Gesetzgeber der Septim-Dynastie. Und ein Förderer unabhängiger Organisationen und Gilden. Unter seiner gütigen, aber starken Hand erlangte die Kriegergilde und die Magiergilde ebenso in ganz Tamriel immer größere Bedeutung. Bedeutung. Der Poten. Sein Sohn. Auf den Poten mit ihm. Sein Sohn. Und der Volke. Uriel Septim der Zweite regierte 18 Jahre. Von Dr. jetzt, dem ersten im Jahre 3. Ära, 64, bis zur Thronbesteigung von Pelagius II. Im Jahre 3. Ära, 82. Tragischerweise wurde die Herrschaft Uriels des Zweiten von Katastrophen, dem Epidemien und Aufständen sowie, keine Ahnung, Eisausverkäufen, Sommerschlussverkäufen,
die Entstehung des Fernsehsenders SIX und, oh! und natürlich dem Schlimmsten mit der Erschaffung von DSDS geplagt.